Guten Tag, liebe Zuschauer von Leipzig Fernsehen. Auch in diesem Jahr möchten wir uns bei Ihnen mit Eisenbahnsendungen melden. Zum Beispiel mit dem aktuellen Bahnkaleidoskop, was sich mit dem 40-jährigen Jubiläum des Frankfurter Feldbahnmuseums beschäftigen wird. Zu diesem Treffen der Feldbahnenthusiasten hatten sich auch Mitglieder von der Museumsfeldbahn Leipzig-Lindenau e.V. auf den Weg gemacht, um bei einem Ausflug zu ihren Kollegen in Hessen viele interessante Fahrzeuge kennenzulernen und ein wenig hinter die Kulissen zu schauen. Bei den Fahrzeugen war neben einer polnischen und einer tschechischen Dampflok eine bullige Deutz-Lok aus Ilmenau zu Gast. Dort in Frankfurt am Main fand am 15. Mai das 40. Jubiläum der Feldbahnsammlung als Fototag mit Feldbahnzügen statt. Die Vorbereitung des freitäglichen 18-Zug-Betriebs erforderte eine monatelange Vorbereitung sowie eine enorme Disziplin aller Beteiligten. Und es wurde ein Riesenspektakel. Aber nicht nur die vielfältigen aufgebotenen Fahrzeuge boten allerlei Überraschungen. Auch unter den zahllosen Gästen aus ganz Deutschland, aus Holland, England, Dänemark, Frankreich, Polen, Tschechien und der Schweiz kam es zu manchem Wiedersehen alter Freunde und Bekannte. Sie fanden dort neben einer Sammlung von 16 Dampflokomotiven, 24 Diesellokomotiven, 3 Benzol- bzw. Benzinlokomotiven, 2 Akkuloks, eine Elektrolok und eine Druckluftlok, 3 Schienenfahrräder und eine Handhebeldraisine sowie etwa 150 Wagen aller Art, auch ausländische Fahrzeuge, die sich halt auf dem Weg nach Frankfurt am Main gemacht hatten. Die Geschichte des Frankfurter Feldbahnmuseums beginnt in den 1970er Jahren. Eisenbahnfreunde aus dem Rhein-Main-Gebiet erwarben eine als Denkmal aufgestellte Feldbahnlokomotive, um diese wieder in Betrieb zu nehmen. Daraus entwickelte sich in über 30 Jahren das Technische Museum. Allerdings blieb dem Verein ein mehrmaliger Umzug nicht erspart. Im Jahr 1985 konnte mit Hilfe der Stadt Frankfurt am Main dann ein Geländestreifen in der Nähe des Rebstockparks ausgemacht werden, dem heutigen Standort des Frankfurter Feldbahnmuseums. Die 600 Quadratmeter große Museumshalle mit Werkstatt, Schreinerei und Sozialräumen sowie das Gleisvorfeld wurden im Frühjahr 1987 fertiggestellt, sodass im Sommer das Frankfurter Feldbahnmuseum eröffnet werden konnte. Im Frühjahr 1989 war der erste Abschnitt der Fahrstrecke im Rebstockpark fertig und entsprechend eröffnet. Die Feldbahnzüge konnten nun bis zum Bahnhof Kaiserdamm fahren. 2 Jahre später wurde der zweite Abschnitt bis zum Bahnhof Alter Flugplatz eingeweiht. Auf einer Gesamtlänge von 2,1 Kilometern war ein vorbildgerechter Fahrbetrieb nun möglich. Um die stetig wachsende Sammlung und den großen Bestand an restaurierten Fahrzeugen einigermaßen geschützt unterbringen zu können, kam im Jahr 1992 ein Diesellokschuppen dazu, beziehungsweise im September 1998 erfolgte der erste Spatenstich zum Bau einer zweiten Halle mit einer Größe von etwa 380 Quadratmetern. Bis 2008 konnte dann die Fahrstrecke im Rebstockpark um weitere 350 Meter verlängert werden. Der Bahnhof Rebstöcker Wald wurde dann eröffnet. Mit Unterstützung der Stadt Frankfurt am Main gelang 2007 eine Geländevergrößerung auf insgesamt fast 10.000 Quadratmeter und erlaubte damit den Bau einer dritten Abstellhalle mit einer Gesamtfläche von ca. 900 Quadratmetern. Nahezu alle Feldbahnfahrzeuge können nun husch husch ins Körbchen, wenn es draußen etwas ungemütlich wird.
Aber davon konnte im Mai nun absolut keine Rede sein. Bestes Wetter erwartete die Akteure und Besucher auf dem Gelände des Rebstockparks. Bevor aber die Relikte vergangener Zeiten in Aktion bewundert werden konnten, mal noch ein kleiner Abstecher in die Hallen des Feldballenmuseums, die einen lebendigen Eindruck von der Arbeit des Vereins in der Erhaltung und Aufarbeitung der gesammelten Technikschätze vermitteln. Nun wurde es aber langsam Zeit, mal den Riemen auf die Orgel zu schmeißen. Die Fahrzeuge sollten in einer bestimmten Reihenfolge aufgestellt werden.
Loks und Wagen mussten noch umdirigiert werden, um sie dann passend präsentieren zu können. Hier ist es eine Henschel D14 aus dem Jahr 1935, die noch etwas Heu umstapeln musste. Deutlich wurde das an der wachsenden Unruhe der Fotografen, die natürlich in alter Tradition den besten Platz für sich vor dem Objektiv eines anderen fanden. Bei den Dampflokomotiven sind die Vorbereitungen dann doch etwas aufwendiger. Während bei einer Diesel- oder Elektrolok nur der Schalter umgelegt werden muss, braucht eine Dampflok etwas mehr Aufmerksamkeit. Angefangen vom Wasser und der Kohle, von denen einige Zentner in den Kohlenkasten geschippt werden mussten. Hier war die Henschel-Lok Fabia Nummer 6 betriebsbereit gemacht worden, ein B-Kuppler mit 50 PS aus dem Jahr 1938, der über mehrere Stationen zu den Frankfurtern gelangt war. Hier muss sie nun passend gestellt werden. Tja, was soll man sagen? Die Lok kann sich bewegen, der Wasserkran hingegen nicht. Naja, beim zweiten Versuch passte es dann. Damit sie etwas Wasser bekommen kann. Mit großen Lampen wartete man aus Polen auf den Auftritt. Der Kaltblüter Sultan in Zuglast des Dolbergschen Landwirtschaftswagens Nummer 545, der erst 2009 beim Brücke e.V. in Blankenburg-Harz entstanden war, eröffnete den bunten Reigen. Immerhin ließ sich noch am ehesten der Ursprung einer Feldbahn erahnen. Die Kraft mit einem PS war noch erkennbar, allerdings blieb das Baujahr des regenerativen Antriebs im Dunkeln. Diese selbstfahrenden Materialtransporter wurden von der Olfry Maschinenfabrik von Freitag in Vechta entwickelt und patentiert, die Lizenz dann an DIMA verkauft. DIMA hat die Fahrzeuge unter der Typenbezeichnung GT, steht für Großraumtransporter, verkauft und je nach Kasteninhalt eine Zahl angehängt. In diesem Fall also 10 Kubikmeter Fassungsvermögen. Bei dieser Lok im sogenannten Fotoanstrich handelt es sich um den Nachbau einer CN2T-Dampflok von Ohrenstein und Koppel, von der ersten Koliner Lokomotivgesellschaft für Reparatur und Bau von Dampflokomotiven aus Tschechien. Die Gastlok, ein Nachbau einer 40 PS-Maschine, war erst 2014 nach sechsmonatiger Planungs- und ebenso langer Bauzeit in Betrieb gegangen. Im Gegensatz zu vielen anderen Akteuren zwischen den Schienen, also blutjung.
Auf fotografischer Seite wartete man dann auf die nächsten Attraktionen. Ja, aber das Frankfurter Feldbahnmuseum wusste sich halt zu steigern. Ganz langsam begonnen mit einem Schotterzug. Für den Ernteverkehr war es an jenem Maientag allerdings noch viel zu früh. Für den 68 Jahre alten Hatlapa Schienenkuli Nummer 20, hier ohne Motorhauben, gab es demzufolge halt nicht viel zu tun. Zwischendurch kehren Grubenarbeiter von der Schicht nach Hause. Die D7, Urtaler 1955, Typ G9Z, machte dabei einen Ausflug in den Park. Tja, nochmal Bergwerk. Hier zeigt eine Akkulok von Siemens aus dem Jahr 1957, wie 8 PS effektiv eingesetzt werden, um einen Zug in Bewegung zu bekommen. Ein Gast aus Polen wird hier auf seinen Einsatz vorbereitet. Es ist die DN2T plus T Maschine PX38805 aus Snin, die 1938 von Fablok Chrzanow an die damalige polnische Staatsbahn geliefert wurde. Die zusammen mit Tender knapp 10 Meter lange Maschine wiegt 17,5 Tonnen, bringt etwa 80 PS auf das Gleis und ist zurzeit die einzige betriebsfähige Dampflok der polnischen Staatsbahn auf 600 mm Spurweite. Eine 1925 bei Ohrenstein und Koppel in Berlin gebaute fünfachsige Nassdampf-Feldbahn-Dampflok E103 der Kaiserlichen Japanischen Heeresfeldbahn wartet schon. Im Laufe der Jahre hatte ihr Zustand in Japan aber merklich gelitten und konnte nach zweijährigen Verhandlungen der japanischen Freunde des Frankfurter Museums von der Gemeinde Maruseppu auf Hokkaido erworben werden und wurde Mitte 2004 in der Bahnwerkstätte Maloba bzw. beim Brücke e.V. in Blankenburg aufgearbeitet. Am 21. März 2014 wurde sie zum ersten Mal nach ca. 60 Jahren wieder angeheizt und stellt damit weltweit die einzige Lok dieses Typs dar, die unter Dampf präsentiert werden kann. Kleine Absprachen unterwegs, damit die Züge auch wieder zurückrollen konnten.
Die nächste Attraktion ließ dann nicht mehr lange auf sich warten. Noch während des Zweiten Weltkrieges geplant und gebaut, stellte die Firma Jung zwischen 1950 und 1952 die bereits angearbeiteten Loks vom Typ HF-110C fertig und verkaufte zwei Exemplare unter anderem nach Indien, wo sie bis zu ihrer Abstellung bei der Orissa Cement Limited für den Transport von Kalksteinblöcken von den Langibarma Kalksteinbrüchen in die Zementfabrik eingesetzt wurden. Frankfurt 1986 bemühte sich das Frankfurter Feldbahnmuseum um die beiden Loks, sodass schließlich 1988 der Rücktransport per Schiff von Indien nach Deutschland erfolgte. Nach einer gut 7 Jahre dauernden Aufarbeitung wurde die Lok 11 des Frankfurter Feldbahnmuseums dann schließlich bei dieser Veranstaltung wieder offiziell in Betrieb genommen. Hier nochmal die polnische Maschine, die auch schon ein paar Umzüge hinter sich hatte, bevor sie dann 1976 in Znin landete. Inzwischen ist sie aber nicht nur in und um Znin unterwegs. Neben dem Ausflug nach Frankfurt war sie auch Gast an der Ostsee im Klützer Winkel beim Lütten Kaffeebrenner. Eine Deutz-Gastlok aus Ilmenau sorgte für Nachschub an Holzkastenloren. Der Lokomotivbau Karl Marx Babelsberg war in Form einer NS2 als Lok D11 des Frankfurter Museums unterwegs, die aus dem Jahr 1957 stammt.
so wird dann gebremst. Aber auch die anderen Dampfloks des Museums sorgten für eine stimmungsvolle Atmosphäre, wie hier die Jacobi von Jung aus dem Jahr 1906. Die Borsig-Brigade-Lok wurde 1914 als HF 312 an die Heeresfeldbahn ins Depot Rehagen-Klausdorf geliefert. Von 1922 bis März 1976 zog sie auf den Strecken der Waldeisenbahn Muskau-Güterzüge, bei der sie 1951 bei Übernahme durch die Deutsche Reichsbahn die Nummer 99-33-13 zugeordnet bekam. Im April 1984 kam sie dann zum Frankfurter Feldbahnmuseum. Ende 1992 wurde die Lok dann in den Ablieferungszustand versetzt und bekam wieder ihre alte Heeresfeldbahnnummer 312. Seit 1998 ist sie mit einem Vierachsen-Brigadelok-Wassertender, der übrigens aus Bulgarien zurückgeholt werden konnte, gekuppelt. Ja, zu guter Letzt kamen die Besucher aus Sachsen auch noch mal zu einem seltenen Ausstellungsstück. Das Eintreffen dieser Lok war nämlich streng geheim gehalten worden. Erst am Himmelfahrtstag wurde das Geheimnis gelüftet. Es handelt sich um eine Grubenlok von Deutz und nach dem Wissensstand des Frankfurter Museums dürfte es sich weltweit um die älteste im vollständig originalen Zustand erhaltene Motorlok handeln. Ich hoffe, dass Ihnen dieser kleine Ausflug ins letzte Jahr nochmal gefallen hat und möchte Sie in eigener Sache nochmal darauf hinweisen, dass natürlich auch die Eisenbahnveranstaltungen weitergehen. Zum Beispiel schon jetzt am 30. und 31. Januar in Schkeuditz im Kulturhaus Sonne, wo das Winterfest der Schkeuditzer stattfinden wird. Ich hoffe, wir sehen uns.